Schön, dass ihr mit dabei seid bei einem weiteren Video auf unserem Kanal mit dem Thema Lupen. Zuallererst möchte ich euch klipp und klar sagen, dieses Video ist kein Erfolgsrezept dafür, dass ihr von Anfang bis Ende den Killer quer über die Karte jagen könnt und er euch weder trifft oder euch an den Haken bringt. Natürlich, klar, könnt ihr mit Lupen eine Zeit lang vor dem Killer wegrennen, dass er euch nicht trifft und nicht an den Haken bekommt. Aber es gibt genug Gegenperks, die der Killer benutzen kann, um euer Lupen euch zu erschweren. Irgendwann mal sind die Paletten vielleicht leer. Das heißt, irgendwann mal wird euch der Killer kriegen. Aber genug geredet, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr so die Erlebnisse in DBD habt, wie eure Loop-Ergebnisse sind, ob da irgendwelche Verbesserungsvorschläge sind. Lasst es mich gerne wissen und wir sehen uns in den Kommentaren. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Ciao, ciao. So, bevor wir eigentlich mit dem ursprünglichen Thema vom Loopen anfangen, möchten wir erstmal so ein bisschen auf Perks eingehen, die ihr grundlegend mitnehmen solltet, wenn ihr wirklich loopen wollt, die euch einfach auch aktiv oder auch passiv unterstützen. Als erstes Perk haben wir uns Kalter Rückenschauer entschieden. Kalter Rückenschauer, wie ihr auch seht, ist ein Perk, den ihr unabhängig von Charakteren einfach bekommt. Der ist für jeden Charakter schon spielbar. Kalter Rückenschauer ist relativ simpel erklärt. Im Umkreis von 36 Metern, sobald euch der Killer quasi anschaut, bloppt dieses Symbol unten rechts, was ihr sowieso, wo ihr eure vier Perks seht, bloppt das auf, es ist hell und dann habt ihr quasi diese Benachrichtigung, dass der Killer hinter euch steht und euch auch anguckt. Der zusätzliche Bonus, den ihr dabei habt, ist einfach, dass ihr auch einen prozentualen Wert bekommt, wo ihr einfach schneller läuft, wo ihr schneller über Fenster springt, über Paletten springt und das Ganze. Der nächste Perk, den wir haben, ist auch ein Perk, den jeder Charakter benutzen kann, den er nicht freischaltbar ist. Es ist Widerstandsfähigkeit. Widerstandsfähigkeit ist nur dann aktiv, wenn ihr verletzt seid. Das bedeutet, ihr habt diesen 9%igen Bonus auf Stufe 3 für alles. Das ist egal, ob ihr repariert, sabotiert, Truhen öffnet, Haken, jemand vom Haken abhängt, wenn ihr über Fenster und sowas springt. Ihr habt bei Stufe 3 einen 9%igen Boost. Ultra effektiv, wie gesagt, ihr müsst halt verletzt sein. Wenn ihr halt nicht verletzt seid, ist halt der Perk erstmal inaktiv. Der nächste Perk, mit dem wir uns befassen, ist Hart im Nehmen, oder auf Englisch halt viel Dead Hard, wird häufig gesagt. Dead Hard ist der Perk von David King, ist halt so erstmal nicht frei spielbar für jeden, oder ihr habt halt Glück und könnt ihn halt dann im Store kaufen für die Blutspunkte. Dead Hard ist relativ simpel erklärt, auch hier müsst ihr wieder, damit überhaupt der Perk benutzbar ist, müsst ihr verletzt sein. Sobald ihr verletzt seid, habt ihr die Möglichkeit über diese aktive Taste, bei PlayStation ist es die X-Taste, bei Xbox ist es dann die A-Taste und beim PC weiß ich es leider nicht. Auf jeden Fall ist es so, wenn ihr Death Hard benutzt, ihr drückt die Taste, diese aktive Taste, ihr dasht kurz nach vorne und in diesen 1,5 Sekunden ungefähr seid ihr unverwundbar. Das heißt, ihr könnt einen Schlag einfach dadurch tanken, könnt vielleicht nochmal einen Sprung nach vorne machen, durch die Palette durch, um dann die Palette zum Beispiel umzuschmeißen, sonst irgendwas. Wenn ihr halt einfach merkt, oh, es wird brenzlig, der Killer könnte euch vielleicht doch schlagen, Dead Hard benutzen und ihr seid einfach auf der sicheren Seite. Als nächstes haben wir Gelegenheit nutzen. Gelegenheit nutzen ist von Kate Danson. Gelegenheit nutzen ist vielleicht gerade für Leute sehr, sehr gut, die, ich sag mal, Anfänger sind oder vielleicht noch im fortgeschrittenen Bereich sind, die einfach vielleicht noch nicht die Loopplätze auswendig kennen, wo stehen die Paletten, wo sind Fenster. Gelegenheit nutzen macht nichts anderes, wie euch sämtliche Paletten oder Fenster euch einfach gelb markieren. Das heißt, ihr seht sämtliche Fenster, sämtliche Paletten. Allerdings nicht dauerhaft. Ihr habt dann durch immer in 20 Sekunden quasi, ja, wo ihr dann quasi nicht die Palette seht oder nur nicht das Fenster seht. Allerdings müsst ihr dann über das Fenster drüber gesprungen sein. Erst dann werden diese 20 Sekunden aktiv. Ihr seht keine Fenster oder keine Paletten, die noch im Umkreis sind. Nach den 20 Sekunden seht ihr wieder alles. Ist halt natürlich auch ein sehr, sehr starkes Perk, einfach auch hingegen zum Endgame. Wenn ihr dann einfach nicht mehr wisst, wo sind jetzt noch Paletten, wo sind Fenster, ihr habt dann immer noch die Möglichkeit, vielleicht noch durch ein Fenster zu springen. So, hier benutzen wir Dead Hard. Ihr seht, der Killer jagt mich, ich stetterte nach vorne, er kann mich nicht treffen. Das ist die Fähigkeit von Dead Hard. Als nächstes seht ihr diese kleine Videofrequenz. Ich stetterte nach vorne, dadurch kriege ich ein bisschen Zeit, um durchs Fenster zu kommen. Ihr seht auch, ich hüpfe jetzt durchs Fenster, der Killer holt aus und nur durch die Funktion von Dead Hard
Schaffe ich es, durchs Fenster zu kommen? Anders hätte der Killer mich getroffen. In Verbindung habe ich halt noch die Widerstandsfähigkeit noch mit dabei, was halt auch noch, wo ich euch vorhin erklärt hatte, was einfach diesen 9%igen Boost dazu gibt. So, jetzt seht ihr nochmal eine kleine Videofrequenz an der Killer-Shack. Ich hüpfe insgesamt dreimal in dem Video durch das Fenster durch. Ich loope ihn ein bisschen, laufe nochmal durch die Palette durch. Und ganz, ganz wichtig, benutzt bitte nie, nie am Anfang die Killer-Check-Palette. Sie ist viel zu wichtig und viel zu Gold wert, dass man sie einfach von vornherein einfach nur umschmeißt. So, jetzt kommen wir zu einer kleinen Perk-Kombination, die wir für euch erstellt haben, wo ihr aus einem gewonnenen Loopplatz so schnell wie möglich zum nächsten Loopplatz kommt. Der erste Perk ist von Feng Ming, dieser ist Flink. Flink ist die kleine Schwester von Sprint Boost. Flink ist einfach nichts anderes wie, dass ihr erst dann Flink benutzen könnt, wenn ihr schnell über ein Fenster springt. Das bedeutet, oder über eine Palette springt. Wie bei Sprint Boost bekommt ihr einen kleinen Boost, der ist auf Stufe 3 bei 150%. Ihr dasht, also ihr sprintet kurz nach vorne, das ist dann für 3 Sekunden. Und dieser hat dann eine 40%ige Uplink-Zeit. Und diese lädt sich halt logischerweise nur dann auf, wenn ihr halt dann wieder normal lauft. Trotzdem ist dies ein sehr, sehr starkes Entkommensperk aus einem Loopplatz. Das heißt, ihr loopt den Killer ein paar Runden, 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 Runden. Ihr merkt, oh, es wird eng, ihr springt über die Palette, über das Fenster und weg seid ihr. Der nächste Perk ist Tanz mit mir. Tanz mit mir ist in Kombination mit Flink sehr, sehr stark. Das bedeutet, ihr springt über das Fenster und hinterlasst danach 3 Sekunden keine Kratzspuren. Das bedeutet, für den Killer ist es erstmal enorm schwer, euch wieder ausfindig zu machen, weil die Kratzspuren, die helfen dem Killer ja logischerweise. Aber wenn ihr keine Kratzspuren hinterlasst, ist es erstmal für den Killer enorm schwierig, die Route erstmal festzustellen, wo seid ihr überhaupt hingesprungen, vorausgesetzt der Killer hat halt da eine Mauer, wo er halt nicht durchgucken kann. Das heißt, erst dann ist Tanz mit mir ultra perfekt. Auch hier haben wir eine Uplink-Zeit von 40 Sekunden. So, hier zeige ich euch mal den kleinen Unterschied, wenn wir Tanz mit mir benutzen und einmal nicht benutzen. Hier ist Tanz mit mir nicht benutzt worden, man sieht die Kratzspuren. Hier ist für Tanz mit mir benutzt und man sieht keine Kratzspuren. Der nächste Perk ist Schnell und Leise, ebenfalls in Kombination mit Flink und Tanz mit mir sehr, sehr stark. Schnell und Leise macht nichts anderes, wie das Geräusch, das der Killer hört, wenn ihr über ein Fenster oder über eine Palette springt. Das wird einfach auf 0,0 gemacht. Der Killer bekommt nicht mit, wenn ihr über ein Fenster springt. Hier haben wir einfach eine gute Kombination, weil ihr springt mit Flink über das Fenster drüber durch. Der Killer bekommt es gar nicht, das Geräusch zu hören, dass ihr gesprungen seid. Durch Tanz mit mir hinterlasst ihr 3 Sekunden keine Kratzspuren und durch Schnell und Leise ist das Ganze einfach ultra leise und der Killer braucht vorneweg, ich sag aus dem Bauch raus, 5 Sekunden, 6 Sekunden, um erstmal wieder eine Orientierung zu finden, wo seid ihr hingelaufen. In dem jetzigen Video seht ihr die Kombination zwischen Tanz mit mir und Schnell und Leise. Wir sehen die Kratzspuren vom Survivor. Ihr seht, sie führen hin zu dem Fenster. Wir laufen auch durchs Fenster, aber wir sehen gar keine Kratzspuren und wir haben auch kein Geräusch gehört. Das bedeutet, der Killer weiß nicht, wo ihr seid. Das sind diese 5 Sekunden, die ich vorhin gemeint hatte. Der Killer läuft durch. Er weiß nicht, wo ihr seid, weil er sieht keine Kratzspuren. Er hat auch nichts mehr gehört. Das heißt, ihr hättet jetzt rein theoretisch genug Zeit, von der Killer-Shack wegzulaufen, zum nächsten Loopplatz zu laufen. Weil bis der Killer euch wieder gefunden hat, vergehen einfach sehr, sehr viele Sekunden. Es sind kostbare Sekunden, die einfach ein Survivor braucht. Und damit ihr euch wieder nicht verlaufen tut auf der Karte, nehmt ihr das Perk Gelegenheit nutzen wieder mit. Ich habe es ja vorhin erklärt, das ganze Perk. Das ist eine Kombination, die wir euch empfehlen, die ihr gerne mal ausprobieren könnt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr mit dem Perkbild mal gespielt habt, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. In dem Video möchten wir euch zeigen, wenn ihr dreimal durchs Fenster gesprungen seid, dann sperrt sich das Fenster wie jetzt. Ihr als Survivor könnt durch dieses Fenster für 30 Sekunden nicht mehr durchspringen. Allerdings kann der Killer dieses Fenster trotzdem jederzeit benutzen. Nur ihr als Survivor habt einfach eine 30-sekundige Sperre, wo das Fenster unbrauchbar ist. So, hier sehen wir eine ganz kleine Loop-Runde, die ich gemacht habe. Wir laufen zu Killer-Shack. Durch Gelegenheit nutzen sehe ich das Fenster logischerweise. Der Killer jagt mich immer noch.
Er jagt mir hinterher. Ich hüpfe durchs Fenster, laufe einfach wieder zum nächsten Loopplatz. Der Killer jagt mich weiterhin. Er geht mir nach. Ich nehme hier mir die Zeit. Schmeiße nicht die Palette um, sondern gehe lieber nochmal durch das Fenster. Ganz wichtig, wenn ihr die Wahl habt zwischen einem Fenster und einer Palette, benutzt immer zuerst das Fenster. Hebt euch die Paletten so lange wie möglich auf. Auch jetzt hier, ihr seht, der Killer hat die Palette kaputt gemacht. Jetzt gucke ich noch mal kurz nach hinten und stelle fest, der Killer ist noch weit genug weg. Ich bleibe nicht stehen. Ich gehe zum nächsten Loopplatz weiter. Weil es macht keinen Sinn, jetzt für mich da stehen zu bleiben. Weil, ihr werdet jetzt sehen, ich loope ihn einmal hier drum herum, habe jetzt wieder 10 bis 15 Sekunden den Killer weit dort geloopt und gehe jetzt zurück an die Palette, wo ich ihn eigentlich hätte loopen wollen und gehe dort wieder weiterhin loopen und spare mir so wieder mehr Zeit und gewinne wieder mehr Zeit. Es ist viel, viel besser, dann lieber weiterzugehen, statt an irgendeiner Palette stehen zu bleiben und dann die Palette dem Killer einfach ins Gesicht zu drücken. Lauft lieber zum nächsten Loopplatz weiter. Und in Kombination gesagt mit Gelegenheit nutzen, ihr seht einfach jeden Loopplatz. Ihr wisst, wo ihr hin müsst. Bleibt bitte nie an einem Loopplatz stehen, wenn ihr merkt, ihr habt genug Zeit. Dann lauft lieber zum nächsten Loopplatz, loopt ihn dort und geht dann zu dem Loopplatz zurück, wo ihr hättet eigentlich lieber warten wollen. Ganz, ganz wichtig. Merkt euch das. Das ist das oberste Gebot beim Loopen. Weil einfach laufen, laufen, laufen. Nie stehen bleiben. So, in dieser Videofrequenz seht ihr jetzt nochmal ganz kurz. Ich hüpfe insgesamt dreimal durchs Fenster in irgendeiner Form durch. Ich habe den Killer ein bisschen geloopt, geloopt, geloopt. Jetzt seht ihr gleich, das Fenster ist schwarz geworden. Ich laufe weiter. Es ist immer noch schwarz. Hier seht ihr es. Es ist weiterhin blockiert, das Fenster. Der Killer ist hinter mir. Das heißt, ich bin jetzt gezwungen, die Palette umzuschmeißen. Erst dann. So, damit endet leider das erste Video zum Thema Lupen. Ich hoffe natürlich, dass ich euch das Ganze ein bisschen mehr oder weniger besser erklären konnte, ihr ein bisschen besser aufgeklärt worden seid. Ihr habt jetzt ein paar Perks von mir bekommen, die ihr benutzen könnt zum Thema Lupen. Ihr habt die ein oder anderen Erklärungen für das Thema Lupen bekommen. Es werden weitere Videos folgen von uns, wo wir auf verschiedene Karten eingehen werden, wo dann verschiedene Stellen sind, die nochmal explizit nochmal thematisiert werden müssen. Es werden viele, viele Videos nochmal darauf folgen, wo wir nochmal über das Thema Lupen reden. Es wird nicht das einzige und das letzte Video sein. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser, euer Lukas. Und wie gesagt, wir sehen uns in den Kommentaren wieder. Bis dahin, ciao, ciao.